Macht es möglicherweise überhaupt keinen Sinn, 70, 30 zu investieren? Genau um diese Themen soll es heute mal gehen und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Portal of Global Finance. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst und dem Video auch ein Like gibst, wenn es dir gefällt. Vielen Dank. Beachte aber unbedingt, dass es sich hier um keine Anlageberatung handelt, sondern ich euch nur meine persönliche Meinung vorstelle, die natürlich auch vollkommen falsch sein kann. Ja, häufig sieht man ja im Internet diese Videos, wo gesagt wird, ja, man sollte ja 70-30 in der Gewichtung investieren. Und da fragt sich natürlich schon, ist das tatsächlich der beste Ansatz? Also diese Idee ist natürlich, dass man sagt, man hat 70% in den MSCI World investiert und 30% in den Emerging Markets EMI. Fangen wir also vielleicht erstmal mit dem Vorteil an und das ist natürlich, dass man da schon eine sehr breite Diversifikation hat. Wenn man zum Beispiel den MSCI World mit 70% gewichtet, hat man natürlich schon ein sehr, sehr breites Portfolio und ergänzt es dadurch natürlich auch noch besonders breit, wenn man noch 30% dazu nimmt, die nur in den Emerging Markets investiert sind. Gleichzeitig finde ich, dass es eben kein richtig passiver Ansatz ist, wie es häufig gesagt wird. Jeder, der dieses 70-30-Portfolio bespart oder eben auch darin investiert, der muss sich klar sein, dass er hiermit eine ganz aktive Wette eingeht und eben nicht passiv funktioniert. Und um das Ganze zu verdeutlichen, habe ich euch hier mal das Factsheet vom FTSE All World Index mitgebracht. Und der FTSE All World Index ist ja ein Index, der wirklich sehr, sehr breit gestreut aufgestellt ist. Das heißt, ihr habt hier eben nicht nur den MSCI World abgebildet, sondern eben auch die Emerging Markets und das eben ganz einfach nach Marktkapitalisierung. Und lass uns das einfach mal anschauen und dann erkläre ich auch, was der besondere Unterschied ist zu diesem 70-30-Portfolio und warum tatsächlich der FTSE All World Index hier der wahre passive Ansatz ist und dieses 70-30-Portfolio eben ein aktiver Ansatz. Also der FTSE All World Index ist eben ein Index, der nach Marktkapitalisierung gewichtet ist. Und das heißt, wir haben hier 90 bis 95% des gesamten Aktienmarktes abgebildet. Das heißt, da fallen natürlich so ein paar kleinere Unternehmen mit raus, die aber auch nicht wirklich ins Gewicht fallen und haben dadurch aber natürlich eine sehr breite Abbildung des Aktienmarktes. Besonders interessant ist natürlich immer die Kursperformance. Ja, wie haben sich die Kurse denn entwickelt? Und das kann man hier sehr schön an der Grafik sehen, die ich euch hier mitgebracht habe. Und hier seht ihr eben einen Vergleich der verschiedenen Indizes. Und zwar haben wir hier den FTSE All World, den FTSE Developed und den FTSE Emerging Markets. Da können wir sehen, dass sich die Emerging Markets etwas schlechter entwickelt haben. Jetzt gerade auch in der letzten Zeit gibt es hier eine Diskrepanz. Und der FTSE All World eben dadurch auch ein Stück weit runtergezogen worden ist. Jetzt sieht man natürlich schon, okay, die Emerging Markets sind tatsächlich in letzter Zeit etwas schlechter gelaufen. Und das ist eben auch schon genau das Problem, was man bei diesem 70-30-Portfolio hat, dass nämlich tatsächlich diese Übergewichtung, die man dadurch vorgenommen hat, eine Negativrendite gebracht hat. Und zwar, ihr seht es ja schon hier, selbst wenn man sozusagen ganz strikt nach Marktkapitalisierung gewichtet und wenn man sagt, okay, ich möchte nur den gesamten Aktienmarkt so abbilden, wie er auch gerade nach der Marktkapitalisierung ist, dann hat man schon eine Underperformance gegenüber dem FTSE Developed, das heißt hier eben in Grau dargestellt, der ja tatsächlich in letzter Zeit noch am besten performt hat. Wenn man aber tatsächlich die Emerging Markets übergewichtet und nichts anderes ist eben dieses 30% im Portfolio, dann hat man natürlich hier eine wesentlich schlechtere Performance gehabt als zum Beispiel der FTSE All World Index. Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich bzw. schade, weil ja letztendlich der Ansatz von diesem 70-30-Portfolio ist, dass man sehr, sehr passiv vorgeht. Und dadurch, dass man jetzt natürlich eine aktive Wette eingegangen ist, nämlich dass man natürlich glaubt, dass sich die Emerging Markets auf lange Sicht besser entwickeln werden als zum Beispiel die Developed Countries, hat man dadurch eben eine Underperformance generiert. Ich will jetzt auch nicht, dass ihr mich falsch versteht. Also ich bin auch davon überzeugt, dass sich die Emerging Markets langfristig sehr gut entwickeln werden und ich sehe da auch sehr, sehr große Chancen. Aber man muss sich natürlich im Klaren darüber sein, dass hier diese Übergewichtung möglicherweise eben auch ein Risiko darstellt und dass man sich dessen eben auch sehr stark bewusst sein sollte.
An dem FTSE All-World-Index gefällt mir persönlich besonders gut, dass er ja eben auch schon die Emerging Markets mit drin hat, aber eben auch so stark gewichtet, wie sie tatsächlich auch aktuell von der Marktkapitalisierung sind. Das heißt natürlich nicht, dass das so bleiben wird. Also es ist ja so, wenn ein Index nur nach der Marktkapitalisierung geht und sich die Marktkapitalisierung zum Beispiel in China, zum Beispiel in Indien, zum Beispiel in Brasilien weiterhin gut entwickelt, und davon können wir jetzt mal langfristig ausgehen, dann wird das natürlich auch dazu führen, dass diese Marktkapitalisierung zunehmen wird und dass dadurch der Anteil möglicherweise eben auch dieser Emerging Markets im FTSE All World steigen wird. Dazu muss man das aber auch nicht vorher übergewichten, meiner Meinung nach. Ja, jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Was denkst du darüber? Bist du ein Verfechter des 70-30-Portfolios oder sagst du sogar nein, ich mache sogar 50-50? Schreib das gerne mal in die Kommentare, auch wenn du sozusagen diesen Ansatz gut findest, den ich hier dargestellt habe. Also wenn du sagst, nein, man sollte hier wirklich ganz passiv vorgehen, das heißt keine aktive Übergewichtung der Emerging Markets, sondern eben nur ein Ansatz, der nach Marktkapitalisierung vorgeht. Schreib mir das unbedingt mal in die Kommentare, damit wir darüber diskutieren können und gemeinsam uns auch darüber austauschen können. Wenn dir dieser Content gefallen hat, dann würde ich mich auch freuen, wenn du dem Video ein Like gibst, damit es sich weiter verbreitet und noch mehr Leute eben von diesem Thema auch erfahren können. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.